So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spirits Downs. Wir sind das letzte Mal beim Bug hängen geblieben, dass wir nicht weiter konnten. Sehr schön, ne? Oh, machen wir einfach mal den Boss-Stage. Scheiß auf die Stage 5, braucht man nicht. Kannst du sowas von knicken. So, haben wir denn einen schönen Bogenschützen mit über 279 ATK? Ja, Sinimo-Hammer. Ultra Rare. Angreifen. Mal gucken, wie stark der Bossgegner sein wird. Uiuiuiui. Knack. Das ist aber ärgerlich. Ah, ich hätte hier unten da ein bisschen fokussieren sollen. Naja, ist ja egal. Wer muss hier schon überleben? Oh, ein Bogen, sehr schön. Schauen wir mal, auf jeden Fall den kriegen wir down. Na, da hätte ich noch eins machen können, wegmachen können. Scheiße. Scheiße, scheiße. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, da, zwei Heal Potions sind hier, aber ich kann die eigentlich nicht benutzen, oder? Kann ich die benutzen? Nee, kann ich eigentlich nicht. Sonst bin ich wahrscheinlich tot. Okay, jetzt kann ich sie. Ah, da wird der Bogen vernichtet. Scheiße. So ein Ärger aber auch. Bam. Okay, eine Runde haben wir noch für ihn. Uns einfach alle hier Potions mit einfach mal. Jetzt haben wir gleich ein paar Runden übrig. Und uns 7000 Schaden machen wir. Ja, 6850. Ist okay. Jetzt haben wir wieder ein paar Runden. Um uns zu heilen. Ja. Warum nicht? Schöne Kombo, jetzt können wir nochmal hier einen schönen Hammer da. Na okay, Dynamit leider nur, schade. Schön, dass Dynamit dazu. Ah, verdammt. Der Bogen verschwindet die Bust. Weg ist er. Und die Bombe verschwindet, Alter, ich krieg die Krise, ey, was ist los? Erstmal verschwinden meine guten Items hier. Wen haben wir denn da? Ach ja, das war ja dieser Jared, oder? Ne, irgendwie, wie hieß er denn? Doch, gehörter Jared, rot, plus, plus. Hör auf, Mensch. Nee. Oh, nee. Noch weniger. Cool. Ja, steht noch eins, ist weg. Verschwindet der jetzt? Der blockiert mir ernsthaft meinen Slot, dieser Penner. Krieg ich ihn down? So müsste ich ihn kaputt machen können. Wie viel macht er uns? 6.000, 7.000? Ach, das ist okay. 8.250. Ich hoffe, ich kann beide triggern. Ja, nee, leider nicht. Schade. Gut, da verschwindet leider unser Bogen. Aber dann ist das halt leider so. Macht aber nichts. Verschwindet der Heiltrank, Alter. Super Skillstein. Jetzt haben wir hier noch Skillsteine bauen. Und super Skillstein. Ich würde sagen, das reicht. 10.000 Lines sind hier weggeschreddert. So, jetzt kommen wir hier noch was, zack, immer mehr Kombinationen, 6er Kombo und das ist ein schöner Hammer. Lass mich gehen! Ja, dann geh doch, tschüss. Gib mir die Kiste. Das ist meine und tschüss. Oh, was kriegen wir Schönes? Bessere Zeiten stehen bevor, den gehörnten Jared in Rot. Das heißt, man bekommt also wirklich immer die Bosskarten, gegen die wir kämpfen, das ist interessant. Das gab es früher nur mit, früher musste man, glaube ich, eine bestimmte Anzahl an
also eine bestimmte Anzahl diesen Gegner besiegen. Bei, weiß ich nicht, hier war es vielleicht 10 Mal gewesen, diesen Gegner, hier 15 Mal den Bossgegner besiegen, hier 20 Mal und so weiter. Und das haben sie jetzt einfach so gemacht, dass man wirklich bei jedem, jedes Mal, wenn der Gegner besiegt, dass man halt wirklich das Ding bekommt dann. Das ist cool. Oh, jetzt kosten die 20 Dinger, scheiße, 40 Energie. Das ist also wirklich cool, dass man wirklich die Bosskarten direkt bekommt, ohne dass man wirklich ewig farmen muss. Oh, wie süß, kleine Ritter. Geisterrüstung A, hohe ATK. Oh ne, nicht du schon wieder. Ach, die müssen ja unten durchfallen, die Dinger, ne? Gott, ist das ätzend. Oh Gott, ist das scheiße. Machen die wie viel Damage? Also, okay, es ist gar nicht so hohe ATK. Die haben immer unterschiedliche Definitionen von hoher ATK. Die Entwickler. Ja, ist okay. Was können wir hier? Oh, ein Wisp. Ah ne, hat man glaube ich schon gehabt, ne? Diesen hier. Die hat man glaube ich irgendwann schon mal als Gegner gehabt. Irgendwie so ein Geist. Wisp oder keine Ahnung, wie die heißen. Schon vergessen. Sind so unwichtig, dass man die gar nicht missen muss. Oh, der tötet mich ja durchaus, wenn wir ihn jetzt nicht töten. Das wäre ja schrecklich gewesen. Batsch, 6000, na gut, doch nicht. Er hat uns doch nicht getötet. Ui, zwei Wisps. Da haben wir gekreuzte Klingen. Dann nehmen wir die einfach mal so hier mit. Schade, den Heiltrank wurde weggemacht. Weg. Ich glaube, den kriegen wir down, oder? Mit so vielen von Hönigen Neid. 7000 Damage, what the fuck, ey. Holy shit. So, erstmal den Wisp killen. Double Bow. Und noch eine Bombe. Ja, der Wisp ist schon mal tot, der obere ist auch schon tot und der untere ist auch schon tot. Cool. Das ging ja easy. Dafür 40 Energie mal raus, und das ist ärgerlich. Für so einfache Missionen hier. Na komm. Und Karte wird beschworen. Kämpfer plus Bow, das ist nicht schlecht. Also sie haben das Spiel wesentlich einfacher gemacht, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr vereinfacht. Hier kriegen wir unser Herz noch von dem Bossgegner hier. Weiße Insel Küche Stage 2. Kann man gleich ein paar Weine benutzen. Aber bis zum Endcontent durchballern. Dann habe ich erstmal wieder eine Weile Ruhe. So, eine Kanone. Ist doch nicht so cool. Bam. Naja, das ist ungünstig. Wir nehmen lieber das Schwert mit. Ih, warum ist der bis dann unten nicht durchkommen? Was ist denn da los? Habe ich das vergessen? Ist aber scheiße. Da habe ich anscheinend Tatsache etwas vergessen. Das ist sehr ärgerlich. Aber naja, so ist das halt. Wen juckt's, wen juckt's? Die paar Ketten, die kann man ruhig. Ja, mit denen kann man leben. Ignoriert. Oder können wir mit denen leben? Na klar, können wir mit denen leben, oder? Nervt nur minimal, aber das ist okay. Und irgendwie kriege ich den Grünen halt nicht weg. Oh, ein HP ernsthaft. Das ist ja traurig. Na gut, dann nehmen wir ein bisschen HP mit hier. Bam. Bis zum Ende kriegen wir die Ketten, kriegen wir nicht down. Ist egal. Wen juckt's? Nein, warum vergesse ich immer was? Maus. Ist bestimmt die Maus schuld. So, Bombe. Aber der ist auch schon tot. Wir sind so krass stark, das ist echt krass, ey. Too strong. So, jetzt haben wir schon letzte Runde hier. Ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, Diamit, schön, schön, schön. Ignoriert. Ist aber völlig Latte, weil wir eh gewonnen haben. Ach, schon fies. Das ist ein so eine. Einfach mal ganz kurz ein Dings vergessen und Tänzerin plus plus schon wieder. Wir kriegen anscheinend immer hochwertigere Karten, je weiter wir hinter wir kommen. Schlacht. Machen wir mal eine Schlacht hier, damit die Punkte angedingst werden hier. Verbraucht werden. Hier angreifen. Hab gerade den Button gesucht. Ich bin hier Level 28, ernsthaft? Ist ja richtig fair, oder? Alter Schwede. Versuche einen Sieg zu erreichen. Kopf oder Zahl.
Achso, das ist sein Feld gewesen. Das sieht doch beschissen aus. Hätte ich jetzt auch gar nicht haben wollen. Das sieht natürlich schon besser aus. Bam. Zack. Er ist fast tot, wa? Mit der Runde hier. Gefühlt. Half-Life. Enemy Turn. Schwertstelle beschwören. Your turn. Kriegen wir alle hier Potions mit? Ja klar, oder? Bam. Wieder volles Leben hier. Oh, das war's schon. Ranking von 5308. Achso. Alten SP. Keine Ahnung. Ich wollte es nur machen, damit der Wein, den ich gleich benutze, aufgeben. Den Wein, den ich gleich benutze, nicht ganz so verschwendet ist. Weißt du? So. Wein saufen, fertig. Hier, weiter. Mach den Schädel kaputt! Würden wir irgendwie hinkriegen, ja wunderbar, kriegen wir sogar wirklich hin. Wenn wir es so machen, kriegen wir den Dings tatsächlich kaputt, den Schädel. Dummerweise, ach doch, beide tot, das ist cool. Da kommt der nächste Schädel, Alter. Ich hasse das. Bam. Dummerweise jetzt kein Fokus gesetzt, aber die sind trotzdem tot. Zumindest der hintere, ja gut, der hintere lebt jetzt noch. Das ist aber egal. Nee, lohnt sich nicht. Zwei Schädel, oh scheiße, die explodieren gleich. Die explodieren gleich. Um die Monster muss man sich ja am wenigsten meistens immer Sorgen machen, sondern eher um die Kackschädel hier. Alter. Und der explodiert auch gleich. Und zwei, drei, na gut, das kriege ich aber hin. Oh, wen haben wir da? Geistrüstung B, hohe HP. Sehr schön. Sieht auch ganz ziemlich cool aus. Na, zwei Runden haben wir noch, um den zu killen. Alter, das kriege ich da nie hin. Ah doch, jetzt kriege ich es hin. Jetzt kommt der nächste nach, Alter. Die haben noch nicht auf die Dinger, oder? Er wird jetzt angegriffen. Ich würde sagen, er macht 8000 Schaden. Aber gut, 7000. Oh Gott, das Ding ist ja auch gleich am Explodieren. Scheiße. Und das kann ich gar nicht machen. Je nachdem, wie viel Schaden er macht, ne? Der Schädel. Ich würde sagen, 10.000. Okay, 5200. Dieses Geräusch mich ankotzt, ey. Ich habe es immer gehasst. Das war das ekligste überhaupt. Na, scheiße! Seid ihr chill? Ah, verdammt. Ich hab's vergessen. Verkackt. Ich glaube, ich hab's richtig verkackt. Ja, natürlich wird nirgendwo hier in der Nähe irgendwie das. Ach, scheiße. Weil ich glaube, ich überlebe das. Ich glaube, wir machen ja irgendwie 6-7 Tonnen Schaden, ne, pro Attack. Ja, okay, das reicht. Ja, was ist das für ein beschissenes Feld, Alter? So, da kommen die nächsten Schädel. Richtig gut, ey. So, den muss ich jetzt töten. Kriege ich einen 7000 Schaden hin. Das ist ein Doppelkreuz, aber das bringt auch nicht wirklich viel. Hier kann ich halt mehr mitnehmen, direkt schon. Ach, Gott sei Dank. Alter, das war jetzt aber echt knapp gewesen. Holy shit. Level 60, ja, hat sich der Tank richtig gelohnt, wa? Scheiße, ja. Wie heißt es hier? Der Wein. Fuck. Hätte ich mal lieber nachgucken sollen. Ach, egal. Egal, jetzt kommen dann natürlich noch Stahlplatten hin. Und noch Schädel, natürlich, Alter. Bestimmt die rutscht immer wieder nach, die Kackdinger. Komm, mach den Schädel kaputt. Du willst doch auch.
Solange keine Nachrutschen ist okay, aber die werden nachrutschen. Nein! Oh mein Gott! Bist du wirklich so hohl? Alter Schwede, ey. Falscher Fokus. Naja, zumindest rutschen sie nach. Das ist schon mal gut. Zumindest bisher nicht. Vielleicht kommt es ja noch.